So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. Ja, ich würde sagen, wir packen uns mal schnell auf mit Essen und so. Dann schlafen gehen. So, noch ein Schlückchen, bitte. So, wir müssen da schlafen. Also, ich würde sagen, erstmal 12 Stunden schlafen. So. 12 Stunden? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ja, wir hätten auch. Okay, gut. Können wir nochmal 12 Stunden schlafen? 12 Stunden? So, jetzt müsste es eigentlich fertig sein. Natürlich ist Nebel. Nice. Brett und 4 Nägel. Und Nägel. Und 4 Nägel. Brett. Ach, das ist ganz oder was? Ja, ich glaube, das ist ganz, ja, 100%. 100%. Können wir nichts machen, also müssen wir uns hier erstmal verstecken. Da würde ich sagen, machen wir in der Zeit, packen wir die Nägel wieder rein. Der Munition, 9 mm. Was brauchen wir? Die müsste voll sein. Das können wir auch erstmal wieder reinpacken. Bretter braucht man eigentlich noch nicht. Und packen wir die Bretter, die können wir droppen. Können wir droppen. Das packen wir rein. War schon. Nein, das war's nicht. Mit Essen und Trinken. Ja, dann holen wir uns erstmal noch ein bisschen trinken. Müssen die dann auch leer sein? Genau. Essen. So. Oh, der Nebel. Oh, ihr Lieb. Genau in den Nebel rein. Wir könnten schon mal Stoff rausholen. Oh. Stoff, Stoff, Stoff. Mal Stoff raus. Ist doch gut jetzt mit den Leben. Reinkommen. Ewe. Da oben ist ein Bär, da oben ist ein Zombie. Ewe. Da ist noch ein Zombie. Kommt schon, geht weg. Mache hell jetzt. Wir wollen uns endlich mal heilen. Da ist er.
blöden Nebel. Wenn man jetzt wieder schlafen geht, dann ist wieder Stern wieder. Ach komm, Nebel, mach doch. Mach. Ach, geh weg, Nebel. Geht doch mal weg, bitte. Ja, was soll man sonst machen? Ich will meinen Alkohol holen. Dass wir uns das von hier aus erreichen. Wenn wir jetzt wieder zu nah gehen. Ja, da ist es. Ja, auch mal die anderen dann erschießen, wenn wir dann wieder mehr Midi haben, also mehr Heilung, dann können wir ja auch die anderen erschießen. Können wir da wieder hinfahren und oben ist noch ein Zombie. Dann können wir ja mal gucken, was die für Waffen und sowas haben, was die allgemein haben. Vielleicht haben die richtig geile Kleidung, die wir anziehen können. Keine Angst mehr brauchen haben. Da oben ist auch noch einer. Ach Mensch, komm. Ach, immer noch nicht vorbei. Echt jetzt? Es dauert aber lange. Genau, wo ich machen, also wir müssen ja nicht herstellen oder so. Aber jetzt kommt der hier, bleib ja weg. Können wir eigentlich Munition herstellen? Das müsste auch funktionieren, ne? Stehen wir hier 10 Minuten und warten, bis der Nebel weg ist. Perfekt. Ja, es scheint wegzugehen, oder? Ich meine, wenn wir nachher volle Heilung wieder haben, dann können wir uns auch mit den Viechern anlegen. Das ist ja auch nicht das Problem. Wir haben ja noch nicht mal volle Heilung. Oh, jetzt. Weg? Auch immer noch nicht. Jetzt. Wollt ihr uns verarschen? Kommt schon. Immer noch einer da. Da oben zum Beispiel. Aber ich will jetzt nicht rausgehen. Aber jetzt müsste es doch eigentlich gleich vorbei sein. Jetzt. Ah, jetzt. Endlich. Endlich. Überlassen wir. So. Müsste das eigentlich fertig sein? Immer noch nicht. Was? Wir haben doch 24 Stunden geschlafen. Da irgendwas
mitgekriegt oder so? Oder ist es noch nicht fertig? Zuko ist ja weg. Oder muss man hier noch Zucker reinfüllen? Wasser reinfüllen, Zucker reinfüllen. Einpacken. Ich gerade was nicht. Ja, ich glaube, ich verstehe gerade was nicht. Nee, Zucker ist ja weggegangen. Das fällt auch runter. Ne? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Verstehe es echt nicht. Eimer reinpacken? Nee, Eimer. Eimer reinpacken? Haben wir noch 10 Liter? Ich verstehe es nicht. Oder brauchen wir andere Flaschen, um das dann? Oder müssen wir noch mehr Wasser reinpacken? Mir fällt auch runter. Okay. Es ist noch nicht fertig. Müssen wir noch mal schlafen gehen oder was? Aber wir haben doch 24 Stunden geschlafen. Jetzt haben wir ein Essen. Trink mal was. Ich verstehe es gerade nicht. Ist gerade. Schlafen wir noch mal 6 Stunden? Oder müssen wir das in der Nacht machen? Mondschein und so, ne? Ah, jetzt ist es weg. Ah, jetzt. Vielleicht müssen wir doch in der Nacht das machen. Ja, ist ja möglich. So, hier. 2 Flaschen haben wir. So, können wir 2-mal herstellen? Nee, eben. Mehr Alkohol. Oh Mann. Wollen wir das jetzt irgendwie benutzen? Aber wie kann man das benutzen? Jetzt haben wir so ein Ding hergestellt. Eine Bandage. Ja, aber. Ach, für Wunden ist das. Und wenn man den Alkohol so trinkt, das ist für Wunden ist das. Aber wie? Ich verstehe das immer noch nicht. Wie macht man sowas hier? Oh, ist runtergefallen. Oder das hier reinpacken vielleicht? Was macht das? Vielleicht Alkohol so trinken?
Ich brauche eure Hilfe. Ich dachte, es geht jetzt so. Ach so, ah, gut. So. Okay. Brauchen wir da eigentlich alles grün? Können wir das studieren? Ja, ihr Lieben. Was machen wir da jetzt? Wasser herstellen erstmal wieder, oder? Da haben wir ja noch einen Eimer dabei. Das ist leer. Was muss ich denn? Nicht zwei, haben wir den nicht ausgenommen? Ist leer. Hä? Hatten wir nicht zwei? Ah, hier ist noch ein. Destillieren wir noch ein bisschen Wasser. So. Ich kann machen. Wir brauchen noch ein bisschen Burke. Ja, warte mal. Eimer wieder. Welche reingepackt? Ja nicht. Ja, ja. Destilliert. Liter sind fertig. Ehrlich? So, haben wir das auch schon mal fertig. So ein bisschen neues Wasser. Dann würde ich sagen, holen wir mal noch. Wasser haben wir noch. Hier haben wir noch ein paar leere. Wir gucken mal. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viel wir Wasser haben. Ja, ich verstehe das gerade nicht mit der Heilung. Klar, für Wunsch, ja, ist klar. Jeder, also können wir noch die voll machen. So. Die voll machen. Voll, dann haben wir erstmal hier noch Wasser. Also Wasser brauchen wir erstmal nicht. Packen wir mal. Ach. Nur zwei hier rein oder zwei im Notfall und zwei packen wir oben rein. Ich verstehe gerade nicht, wie das mit der Heilung ist. Soll mir mal helfen oder so? Ich weiß es nicht. Das hier rein, so, das nehmen wir mit. Dietrich behalten wir auch. Hier lassen wir auch drin. Können wir nicht mehr stapeln? Können wir noch was stapeln? Was stapeln? Ja, Streichhölzer können wir stapeln. Das Essen nehmen wir auch noch mit. Könnte man, hier haben wir auch noch eine leere Flasche. Das da rein. Stöcke brauchen wir nicht. Können wir stapeln. Säge auch erstmal hier rein. Das können wir nicht stapeln.
haben auch noch leere Flaschenmasse. Haben wir noch ein bisschen Stoff zu stapeln? Nee. Packen wir es hier rein. Der bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier. Ich würde sagen, haben wir hier was zu essen drin? Essen wir das. Hat nicht viel gebracht. Ja, wie das mit der Heilung funktioniert, weiß ich immer nicht. Ob man vielleicht den Alkohol so trinken können oder auch mal hier Heilung herstellen muss. Ach, ihr Lieben, ihr müsst mir mal helfen. Nee, das ist eigentlich... Wie kann ich Heilung herstellen? Hier auch nicht. Baumenü vielleicht irgendwas. Das ist alles nur Essen. Das ist alles nur... Was ist denn das hier eigentlich? Die Mülltonne? Keine Ahnung. Werkstätten. Das ist die, die wir schon gebaut haben. Das ist hier so ein Schmelzding. Das ist das, was wir gebaut haben. Welchen Alkohol? Das denke ich mal wegen Strom dann. Reparieren. Dann noch so ein komisches Ding. Kräften Ammon. Ich glaube, hier kann man Klamotten. Die Häuser. Das. Da brauchen wir auch einen Fallen hier. Da wollten wir nicht mal eine Falle machen eigentlich. Aber warum können wir hier eigentlich keine Falle machen? Wollte man nicht eigentlich mal eine Falle bauen oder so? Nee, wo ist denn das? Mal essen? Oder war das? War das hier? Ja, das hier. Das wollten wir ja mal machen, ne? Eine Falle. Okay. Oh. Würden wir jetzt eigentlich auch noch machen, ne? Sachen. Brauchen wir 4 Dings. 4 Bretter. Müsste man eigentlich auch haben. Klebeband und Nägel haben wir auch. Gott. Okay. Muss ich noch mal gucken. Das habe ich jetzt genommen. Schrott brauchen wir 8 Stück Schrott. Oh, überhaupt noch so viel. Klebeband war da. Okay. Auch noch Klebeband. Wir haben keinen Schrott mehr. Nee, wir haben keinen Schrott mehr. Also müssen wir erstmal wieder Schrott sammeln gehen. Davon haben wir auch noch genug. Gut, packen wir mal Schrott hier. Ja, ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Und ich habe immer noch nicht verstanden, wie das mit der Distille funktioniert und mit den Heilen und. Vielleicht müssen wir den Alkohol so trinken, dass wir gesund werden. Ich weiß es nicht. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ja. Außer ihr habt ein paar Tipps und Tricks, wie man sich heilen kann. Oder wie man das herstellen kann oder finden kann. Man weiß es nicht. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und tschüss.